Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für die ehrenvolle Einladung, vor Ihnen zu sprechen und dies hier an diesem Ort in der Katholischen Akademie in Bayern zu tun. Der Begriff der Autonomie ist eine Schlüsselkategorie der gegenwärtigen Medizinethik. Für diese liegt die oberste Richtschnur des ärztlichen Handelns nicht mehr allein in der Selbstverpflichtung des Arztes, das Wohl des Patienten zu achten, Schaden von ihm abzuwehren und im Zweifelsfall dem Leben zu dienen. Diese klassischen Maximen des ärztlichen Handelns sind eingebettet in die Richtschnur, die Autonomie des Patienten zu achten. Patientenautonomie, Patientenverfügung, das sind Schlüsselworte gegenwärtiger Medizinethik. Von der Autonomie des Patienten her empfängt das ärztliche Handeln erst seine moralische und rechtliche Legitimation. Ohne die informierte Einwilligung, die ein Patient einem Behandlungsvorschlag des Arztes unterbreitet, hat dieser keine Berechtigung, keine Legitimation, zugunsten des Patienten tätig zu werden. Trotz der zentralen Bedeutung, die dem Autonomiebegriff, dem Gedanken der Selbstbestimmung in der gegenwärtigen Medizinethik zukommt, herrscht über seine genaue Bedeutung alles andere als Einmütigkeit. Ungeklärt ist, ob Autonomie im Arzt-Patient-Verhältnis mehr auf der Linie der angelsächsischen, auf den Philosophen John Locke zurückgehenden Tradition als individuelle Selbstbestimmung gelten soll oder, wie in der kontinentaleuropäischen Tradition, als vernünftige Selbstgesetzgebung des Menschen. Der Begriff Autonomie, das sind ja zwei griechische Lehnwörter, Auto und Nomos, selbst, Gesetzgebung, da der Mensch ein vernünftiges Lebewesen ist, meint seine Autonomie die Fähigkeit zur Selbstgesetzgebung aus Vernunft. Die erste Variante reduziert Autonomie häufig auf die Fähigkeit und das Recht, eigene Wünsche zu äußern und sich zu deren Verwirklichung des pflegerischen und ärztlichen Personals der Krankenhäuser, der Einrichtungen, der Gesundheitsfürsorge zu bedienen. Dagegen bedeutet Autonomie in der praktischen Philosophie der Aufklärung, als deren wirkmächtigster Vertreter Immanuel Kant gilt, gerade nicht das Recht auf subjektive Wunscherfüllung, sondern die Fähigkeit des Menschen, sich in vernünftiger Selbstgesetzgebung über subjektive Wünsche und Neigungen hinwegzusetzen. Das Beharren auf subjektiven Wünschen drückt nach dieser Konzeption nicht die Autonomiefähigkeit des Menschen aus, sondern verbleibt im Bannkreis subjektiver Neigungen, Interessen, Wünschen, die die Sphäre der Heteronomie, also der Fremdbestimmung, gerade nicht durchbrechen. Derart unterschiedliche Autonomiebegriffe führen bei der Bewertung etwa der Tötung auf Verlangen oder von Sterbewünschen, der Bitte um Suizidbeihilfe zu gegensätzlichen Schlussfolgerungen. Wir hatten vor einigen Jahren im Deutschen Ethikrat eine Stellungnahme mit dem Titel Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende. Das war außerordentlich schwierig, das Gremium davon zu überzeugen, dass Fürsorge in allen Kontexten, in denen es um ärztliches Handeln, den Dienst am kranken Menschen geht, eine wesentliche Gegenüberstellung zu Selbstbestimmung ist. Dass Selbstbestimmung allein auch heißt Verweigerung der Hilfe, die man braucht. Dass also Selbstbestimmung und Fürsorge gerade angesichts der Krankheit, einer schweren, unheilbaren Krankheit, im Zugehen auf den Tod untrennbar zueinander gehören. Der Streit in diesen medizinethischen Fragen lässt sich also nicht auf die Alternative reduzieren, Respekt vor der Selbstbestimmung des Sterbenden, das ist positiv, oder paternalistische Entmündigung des Sterbenden, das wäre natürlich negativ. Es geht auch nicht um eine Gegenüberstellung von Selbstbestimmung und Fürsorge, da die Beachtung von Wünschen, die Ermöglichung von persönlicher Gestaltung und in diesem Sinn Selbstbestimmung wichtige Elemente der ärztlichen und pflegerischen Sorge um den kranken Menschen sind. Im Streit um die Suizidbeihilfe
treffen vielmehr zwei unvereinbare Konzeptionen von Autonomie und Selbstbestimmung aufeinander. In der politischen Auseinandersetzung um deren gesetzliche Regelung muss es vor allem darum gehen, die Selbstbestimmung der Schwachen, nämlich der besonders verletzlichen Personengruppe schwerstkranker und sterbender Menschen, gegenüber sozialem, moralischem und rechtlichem Druck zu stärken. In unserer Rechtsordnung ist die Suizidbeihilfe von privaten, dem suizidwilligen Menschen nahestehenden Personen straffrei. Das ist eine alte liberale Rechtstradition, die sich auch bewährt hat. Dahinter steht die Überlegung, wenn die Haupthandlung straffrei ist, kann die Nebenhandlung, die sie ermöglicht, nicht bestraft werden. Und letztlich steht dahinter die Auffassung, dass es eine Privatheit existenzieller Überzeugungen und privater Lebensführung gibt, in die die Rechtsordnung nicht mit Hilfe des wuchtigen Schwerts einer Strafandrohung eindringen soll. In dem Augenblick aber, wo öffentlich für die Suizidbeihilfe geworben wird, durch entsprechende Vereinigungen, die das als ein Angebot, das auf Wiederholung angesetzt ist, verstehen, oder auch wo Ärzte mit der überlegenen Autorität ihres Berufsstandes von sich aus das anbieten als eine medizinische Dienstleistung, da verlässt das den privaten Raum der geschützten Beziehung zwischen zwei einander nahestehenden Menschen, da tritt das in den öffentlichen Raum und da ist die Rechtsordnung gefragt, in ihrem Auftrag die Schwachen zu schützen. Da geht es nicht mehr um eine höchst private, individuelle Entscheidung, sondern da geht es darum, dass Suizidbeihilfe als ein Leitbild des guten Sterbens öffentlich propagiert wird. Und da ist die Rechtsordnung gefordert und die Frage ist, wie sie mit ihren Möglichkeiten darauf eingehen kann. Die normative Begründung, die von den Befürwortern der ärztlichen Suizidbeihilfe angeführt wird, setzt oft am Leitbild eines selbstbestimmten Todes an, das zunächst den Wunsch nach persönlicher Selbstbestimmung der Umstände des eigenen Sterbens reflektiert. Herr Dr. Schuller hat bei seiner Begrüßung bereits den Begriff des eigenen Todes aufgegriffen. Der stammt in der deutschen Sprache von dem Dichter Rainer Maria Rilke. Er lebte in der Zeit der Weimarer Republik. Damals begann bereits der Gestaltwandel des Todes, dass immer mehr Menschen in Krankenhäusern starben. Und es begann auch die Wahrnehmung, dass das ein Sterben ist, wo der Sterbende sich selbst bereits vor dem Tod enteignet wird, durch die Umstände, wie er zu sterben gezwungen wird. Ein anonymes Sterben, wo man reduziert wird auf eine Nummer. Ich erinnere mich noch, als ich als Student ein Praktikum machte im Krankenhaus, das gehört zur Ausbildungsordnung der Theologiestudenten, da war es üblich, dass man in der Pause von der Stationsschwester gesagt hat, gehen Sie mal zu der Lunge auf Zimmer 117. Also die Patienten wurden nicht mit einem Namen benannt als individuelle Persönlichkeiten, kranke Menschen, sondern sie wurden reduziert auf das von der Krankheit befallene Organ, die Lunge, die Niere, die Leber. Und der Protest gegen das anonymisierte Sterben, der sich mit dem Begriff des eigenen Todes verbindet, der hatte diese Sorge, dass Menschen im Sterben eben nicht mehr persönlich diese vor ihnen liegende letzte Wegstrecke ihres Lebens annehmen und gestalten können, sondern dass es ein Sterben als Nummer, eine Art anonymer Apparatetod ist, den sie sterben. Das sind nicht erst Ängste unserer Tage, sondern sie sind älter. Sie sind seit dem 20. Jahrhundert, als die moderne Hochleistungsmedizin begann, unter den Menschen wach. Aber heute wird die Rede vom selbstbestimmten Tod anders verstanden. Der Wunsch, einen persönlichen Tod zu sterben, wird nicht nur als Hoffnung darauf gedacht, in einer vertrauten Umgebung im Begleitetwerden durch nahe Mitmenschen zu sterben, auch nicht Opfer medizinisch nicht mehr angebrachter, lebensverlängernder Behandlungen zu sein oder einen qualvollen Tod zu sterben, sondern dass man
einen Anspruch auf gute medizinische Versorgung, Schmerztherapie, Maßnahmen gegen innere Unruhe und Angst hat. Das alles gehört zu einer guten medizinischen Begleitung bis ins Sterben hinein, zur Symptomkontrolle, zur Schmerzbekämpfung. Das alles fasst man unter dem Begriff der palliativen Medizin, der leidmindernden Medizin zusammen. Aber das ist nicht gemeint, sondern der Wunsch auf einen selbstbestimmten Tod soll das Recht einschließen, den Zeitpunkt und die Umstände dieses Todes selbst festzulegen und dabei auf die Unterstützung durch Dritte, nämlich der Ärzte, die dazu sich bereit zu finden haben, zurückzugreifen. Die Forderung nach einem selbstbestimmten Tod erscheint als die letzte Konsequenz des Rechtes auf ein selbstbestimmtes Leben, das wir uns in allen anderen Lebensfeldern ja ganz selbstverständlich einräumen. Moralische Selbstbestimmung beinhaltet nach dieser Ansicht vor allem die Fähigkeit, den Wert der eigenen Existenz zu beurteilen. Die Unterscheidung zwischen einem lebenswerten und einem nicht lebenswerten Leben verliert in dieser Perspektive ihre Anstößigkeit. Sie dient angeblich sogar dem Schutz der Menschenwürde unter einer Bedingung, wenn sich bei der Beurteilung des jeweiligen eigenen Lebenswertes Kriterien des sozialen Nutzens oder andere dem Individuum übergeordnete Gesichtspunkte sicher ausschließen lassen. Das ist deshalb so wichtig, weil das die Grenzlinie zu den verbrecherischen Euthanasieaktionen der Nationalsozialisten markiert. Dabei ging es nicht darum, die individuelle Perspektive kranker Menschen, behinderter Menschen zu berücksichtigen, sondern aus der Warte der Volksgesundheit, der Rassenhygiene, übergeordneter sozialer Interessen, Ballastexistenzen, wie man das nannte, die den Volkskörper nur belasten, zu ermorden. Das waren klar verbrecherische Handlungen, zynische Handlungen einer nationalsozialistischen Ideologie. Damit hat die gegenwärtige Debatte nichts zu tun. Und der Unterschied ist genau der, dass es nicht um systematische, organisierte, verbrecherische Tötungshandlungen geht, sondern nur um die individuelle Selbstbewertung des eigenen Lebenswertes, den ein sterbender Mensch aus seiner eigenen Perspektive vornimmt. Diese Argumentation, die ich bislang dargelegt habe, beruht auf zwei Voraussetzungen. Die moralische Zulässigkeit der Tötung auf Verlangen, der ärztlichen Suizidbeihilfe, hängt davon ab, ob wir die Bitte eines sterbenden Menschen um Suizidbeihilfe als wohlerwogenen Ausdruck seiner moralischen Selbstbestimmung betrachten dürfen und ob die Erfüllung dieser Bitte für ihn eine wirkliche und noch dazu die einzige Hilfe ist, die wir ihm in seiner Lage geben können. Beide Voraussetzungen erweisen sich jedoch als fragwürdig, sowohl was ihre Begründbarkeit in philosophischer Hinsicht anbelangt, als auch im Hinblick auf die pflegerische und ärztliche Erfahrung im Umgang mit sterbenden Menschen. Die unterstellte Autonomie der Person, die sich in der Fähigkeit äußern soll, über den Wert des eigenen Lebens frei von Fremdeinflüssen, allein aus der Binnenperspektive der eigenen Existenz zu urteilen, entspringt einer extrem individualistischen, atomistischen Konzeption des Menschseins, die der tatsächlichen Abhängigkeit unseres Daseins nicht gerecht wird. Ich möchte es positiv ausdrücken. Das Bild, das ein Mensch von sich selbst gewinnt, hängt immer davon ab, wer er in den Augen der anderen ist. Die Einschätzung des eigenen Lebenswertes, die Psychologen nennen das das Selbstwertgefühl, das ein Mensch in jeder Lage entwickeln kann, stellt in der einen oder anderen Richtung immer eine Reaktion auf die Wertschätzung dar, die er im Urteil der anderen erfährt oder eben nicht erfährt, die ihm vorenthalten wird. Die Einseitigkeit einer Autonomiekonzeption, wie sie den Rechtfertigungsversuchen der ärztlichen Suizidbeihilfe, der Tötung auf Verlangen zugrunde liegt, zeigt sich in ihrem Blick auf den Sterbenden. Dieser wird als ein solitäres, einsames Subjekt gesehen, das Wünsche äußern
und ihre Erfüllung gegenüber seiner Umgebung durchsetzen will. Nicht aber als ein relationales Selbst wahrgenommen, dessen Autonomie in seine Beziehung und das heißt auch in seine Abhängigkeit von anderen eingebettet ist. Auf diese Weise wird Autonomie mit einer Form der Autarkie gleichgesetzt, mit der Selbstgenügsamkeit des starken, selbstbewussten, keiner Hilfe bedürftigen Menschen. Und diese Vorstellung von der Autarkie, ich bin alleine stark, ich brauche keine fremde Hilfe, ist schon in gesunden Tagen ein äußerst fragwürdiges Ich-Ideal. Aber in der Situation schwerer Krankheit, der Konfrontation mit dem Sterben müssen, zerbricht dieses Ich-Ideal. Tatsächlich sind Abhängigkeit von anderen und das Angewiesensein auf Hilfe, Unterstützung und Pflege nicht menschenunwürdige Zustände, sondern eine Grundverfassung des menschlichen Daseins, die in verschiedenen Phasen des Lebens eben auch unterschiedliche Intensitätsgrade annehmen kann. Auch die Autonomie des Menschen ist deshalb nicht als Vermögen eines unabhängigen, isolierten Subjekts zu denken, das frei von der Beeinflussung durch andere handelt und entscheidet. Sie wird vielmehr erst in den Beziehungen verwirklicht, in denen das autonome Ich sich als ein soziales Selbst erfährt, das von dem Wohlwollen, der Fürsorge, der Solidarität anderer getragen ist. Natürlich ist es eine richtige Grundhaltung, anderen nicht zur Last fallen zu wollen, wo man aus eigener Kraft noch für sich Sorge tragen kann. Das ist in Ordnung. Das ist auch eine Form der Rücksichtnahme auf andere. Aber es ist ein falscher Stolz, vollkommen unabhängig durchs Leben gehen zu wollen und Hilfe dort, wo man sie benötigt, nicht anzunehmen wollen. Niemandem zur Last fallen zu wollen, das kann als Maxime für das ganze Leben nicht in allen Situationen gelingen. Für die christliche Ethik ist die Ermahnung des Apostels Paulus leitend, einer trage des anderen Last. Als eine grundlegende Verfassung der menschlichen Person ist Autonomie immer von sozialen Vorbedingungen, biografischen Prägungen und auch von den Gegebenheiten, die aus der körperlichen Existenzweise des Menschen resultieren, abhängig. Und dazu gehört eben die Vulnerabilität, die Verletzbarkeit, aber auch Affekte wie Sorge, Unruhe, Angst, das gehört zum Menschsein. Und es ist deshalb unzulässig, krankheitsbedingte Einschränkungen und Abhängigkeiten mit dem Verlust von Autonomie und Menschenwürde einfach gleichzusetzen. Die Berufung auf das Autonomieprinzip bleibt, solange Autonomie unter Einklammerung ihrer sozialen Vorbedingungen als reine Selbstbestimmung verstanden wird, abstrakt und realitätsfern. Angesichts der tatsächlichen Bedingungen, wie Menschen ihren Krankheitsprozess erleben und ihren Sterbeprozess erfahren, erfordert menschenwürdiges Sterben mehr als den bloßen Respekt vor einer angeblich unbeeinflussten Selbstbestimmung des Sterbenden. Menschenwürdiges Sterben ist überhaupt nur unter der Bedingung möglich, dass personale Beziehungen und menschliche Nähe zum Sterbenden aufrechterhalten werden. Unsere moralischen Pflichten ihm gegenüber lassen sich nicht auf die formale Bereitschaft reduzieren, seinen Willen zu respektieren und diesen zur Richtschnur des eigenen Handelns zu machen. Die moralische Anerkennung des Sterbenden, die ihn in seiner Vulnerabilität und Hilfsbedürftigkeit achtet, erfordert vielmehr, bis zuletzt bei ihm zu bleiben, ihn nicht allein zu lassen, gemeinsam auszuharren und mit ihm auf den Tod zu warten. Dieses gemeinsame Warten auf den Tod ist eine ganz besondere Form der Menschlichkeit, der Humanität. Das liegt allerdings quer zu dem Zeitempfinden, das wir in allen anderen Bereichen des Lebens haben. In unserer Gesellschaft gibt es heute in allen Bereichen
klare Vorgaben, wie wir die Zeit nutzen sollen. Bis in die Pflege hinein gibt es heute Zeittakte. Das ist für die Angehörigen der Pflegeberufe sehr belastend, dass sie sich einem kranken Menschen nicht so lange zuwenden können und dürfen, wie sie das gerne täten, sondern dass jede Pflegeleistung mit einem Zeitmarker verbunden ist. Waschen darf so lange dauern, duschen so lange, andere Versorgungsleistungen so lange. Also die Effizienz der Zeit ist das, was wir in allen anderen Bereichen, auch im Produktionsprozess, erwarten. Und da steht das Warten auf den Tod völlig quer dazu. Das erfordert eine Entschleunigung der Zeit. Aber das ist nicht einfach etwas Sinnloses, Ineffektives, sondern in dieser Zeit des gemeinsamen Wartens auf den Tod können sehr entscheidende Dinge sich ereignen. Für den Sterbenden selbst, der sein Leben vollendet, in eine Haltung der Annahme des Sterbens hineinwächst, vielleicht noch die Chance hat, sich mit Menschen zu versöhnen, wo es ihm bislang nicht der Fall gewesen ist, und auch für diejenigen, die einen nahestehenden Menschen begleiten oder wie in der Hospizbewegung, die das aus bürgerschaftlichem, ehrenamtlichem Engagement für einen Menschen tun, den sie bis dahin nicht kannten, jedenfalls nicht aus vertrauter Nähe. Auch für sie sind das wesentliche, wichtige Erfahrungen. Sie berichten oft, dass das belastender war, als sie zunächst dachten, einen Menschen verlässlich zu begleiten. Aber dass sie diese Zeit dennoch nicht missen wollen, weil sie darin an Türen zur Wahrheit ihres eigenen Daseins geführt wurden, die ihnen bis dahin verschlossen blieben. Wie ein Mensch stirbt, das ist nicht gleichgültig. Das sagt etwas über seine Art zu leben aus. Und wie eine Gesellschaft mit den Sterbenden in ihrer Mitte umgeht und sie im Sterben begleitet, das sagt ebenfalls etwas über diese Gesellschaft aus. Und zwar über ihre Humanität, ihre Menschlichkeit und die Art und Weise, wie sie mit denen in ihrer Mitte verfährt, die eben den Idealen von steter Leistungsbereitschaft nicht mehr entsprechen. In Debatten über die Gesundheitspolitik ist oft unterschwellig die Ansicht sichtbar, da geht es ja letztlich um hohe Ausgaben, die rückwärtsgewandt sind. Da geht es nicht wie bei der Bildungs- und Forschungspolitik um Zukunftsinvestitionen, sondern letztlich ist das etwas, das keinen wirklichen für die Zukunft relevanten, effizienten Faktor darstellt. Aber das ist eine große Täuschung, denn die heute Kranken und Alten und Schwachen und Sterbenden stellen den jungen, dynamischen, den Zukunftsträgern, den Leistungserbringern der Gesellschaft ihre eigene Zukunft vor Augen. Sie müssen nur die Fantasie aufbringen, 40, 50 Jahre vorauszublicken, und dann sehen sie in den Kranken sich selber. Deshalb ist das sehr wohl ein Gradmesser für die gelebte Humanität und Solidarität einer Gesellschaft, wie sie mit den Sterbenden in ihrer Mitte umgeht. Die Zweifel, ob wir die Sterbewünsche schwerstkranker Patienten als ein unabhängiges Ergebnis rationaler Abwägungsvorgänge betrachten dürfen, die allein aus der Innensicht der individuellen Existenz heraus erfolgen, werden durch Erfahrungsberichte aus der ärztlichen Praxis gestützt. Gerade in einem fortgeschrittenen Krankheitsstudium stellen Sterbewünsche häufig verhüllte Mitteilungen dar, die auf einer tieferen Ebene etwas anderes aussagen, als sie sprachlich zum Ausdruck bringen. In den einzelnen Sterbephasen unterliegen kranke Menschen häufig unterschiedlichen wechselnden Stimmungen. Die in einer depressiven Phase geäußerte Bitte um einen sofortigen Tod kann später von einer neuen Lebenskraft abgelöst werden, die dem Sterbenden die bewusste Annahme seines eigenen Todes ermöglicht. Palliativmediziner berichten davon, dass Sterbewünsche, wenn sie geäußert werden, ein Indikator für eine mangelhafte medizinische Versorgung sind. Wenn die dann verbessert wird, ist es in der Regel so, dass Sterbewünsche nicht wiederholt werden.
Es ist auch nicht so, dass ein Sterbewunsch, wenn er einmal geäußert wird, etwas Dauerhaftes und Feststehendes ist, sodass man sagen kann, dem geht eine lange Periode des Erwägens, des mit sich zu Rate gehens voraus. Aber wenn er dann einmal geäußert ist, dann ist er fix und dauerhaft. Vielmehr ist die idealtypische Unterscheidung zwischen einem wohlerwogenen, frei verantwortlichen Suizid, die Suizidforschung nennt das manchmal auch den Bilanzsuizid, wo man Bilanz mit dem eigenen Leben geschlossen hat, und einem auf depressive Angstzustände zurückgehenden, nicht frei verantwortlichen Suizid häufig gar nicht möglich, sondern es sind Zwischenformen, es sind Übergangsformen. Und Suizidwünsche können auftreten, wieder vergehen, sie können auch wellenförmig verlaufen. Und vor allem ist es ein großer Unterschied, in welcher Phase ein Suizidwunsch geäußert wird. Es gibt Untersuchungen über die Bedürfnisse von Sterbenden und die zeigen sehr unterschiedliche Antworten, je nachdem, ob jemand in gesunden Tagen, wenn er hypothetisch sich mit den möglichen Bedingungen seines eigenen Sterbens beschäftigt oder ob er in der realen Konfrontation mit dem nahen Tod gefragt wird. Aus der Perspektive Gesunder sind die vorrangigen Bedürfnisse, so lauten die Antworten, dass meine Selbstbestimmung geachtet wird, dass meine Wünsche beachtet werden. In der Situation des Krankseins, des Betroffenseins von der Krankheit treten dagegen andere Aspekte in den Vordergrund. Da ist es wichtig, gut versorgt zu sein, keine Schmerzen zu empfinden und menschlich nicht alleingelassen zu sein. Nicht einen vorzeitigen sozialen Tod zu sterben, sondern in einem Netz von Menschen, die einem Nahestehenden, sich noch gehalten zu wissen. Auch haben psychologische Umfragen zu den Sterbewünschen gezeigt, und das ist etwas, was rational gesehen eigentlich verwunderlich ist, dass ein Sterbewunsch und das Vorhandensein von Lebenswillen sich keineswegs ausschließen. Das ist also nicht so, als sei das ein Kontinuum mit zwei entgegengesetzten Eckpunkten. Am Anfang ist der Lebenswille noch stärker, aber dann in der Auseinandersetzung mit der Last des Krankseins nimmt er immer mehr ab und am Ende steht ein rational erwogener, ausgebildeter, abschließend beurteilter Todeswunsch. Sondern vielmehr können beide miteinander existieren und ineinander übergehen. Und das zeigt, wie schwierig es ist, einfach einen im Verlauf eines Krankheitsprozesses geäußerten Sterbewunsch als Ausdruck einer wohlerwogenen, abschließenden Selbstbeurteilung des Patienten anzusehen. Die vielfältigen Erscheinungsformen von Sterbewünschen und ihre häufige Abhängigkeit von Angstzuständen und Unruhe, auch von psychiatrischen Erkrankungen, zeigen, dass die Identifizierung eines wohlerwogenen Sterbewunsches, der zu einem frei verantwortlichen Suizid motivieren könnten, nur in äußerst seltenen Fällen mit der notwendigen Eindeutigkeit möglich ist. Wir hatten vor 2 Wochen vor dem Deutschen Bundestag, dem Rechtsausschuss, eine Anhörung über die geplanten Gesetzesvorlagen zur Regelung der Suizidbeihilfe. Da berichtete ein Palliativmediziner von einer jüngsten medizinischen Dissertation. Da wurden 18.000 Krankheitsverläufe, die zum Tode führten, unter palliativmedizinischer Begleitung untersucht. Und von diesen 18.000 kam es in 1.000 Fällen dazu, dass irgendwann im Verlauf der Sterbephase die Betreffenden einen Sterbewunsch geäußert haben. Der ist dann aber nach palliativmedizinischer Behandlung nicht wiederholt worden. Und in 0,19% der Fälle kam es tatsächlich dazu, dass das Leben durch Suizid beendet wurde. In 0,19% der Fälle, und da war aber nicht eine nicht beherrschbare Schmerzsituation im Mittelpunkt, sondern einfach
dass die Patienten sagten, sie wollen unter diesen Bedingungen, die ihnen von der Krankheit aufgenötigt werden, auch wenn sie keine unerträglichen Schmerzen haben, einfach nicht mehr leben. Sie wollen diesen Weg abkürzen, und aber nur, damit man einmal sieht, in welchem Bereich wir hier sprechen. Das sind 0,19%, also das liegt im Promillebereich. Die von Palliativmedizinern geäußerte Sorge, aus Unkenntnis über die vielfältigen Erscheinungsformen und Gründe von Suizidwünschen und auch der tatsächlichen Möglichkeiten palliativmedizinischer Versorgung, könne das gesamte Instrumentarium palliativmedizinischer Interventionsmöglichkeiten gar nicht mehr zur Anwendung kommen, wenn Ärzte die Suizidbeihilfe erst einmal als regulären Bestandteil der medizinischen Begleitung von sterbenden Menschen ansehen, mahnt zur Skepsis gegenüber rechtlichen Regelungsvorschlägen, die unbefangen auf die Rechtsfiktion eines wohlerwogenen Sterbewunsches und einer frei verantwortlichen Bitte um Suizidbeihilfe setzen. Wodurch unterscheiden sich die ärztliche Suizidbeihilfe oder die Tötung auf Verlangen von dem Sterben lassen und der Behandlungseinstellung in dem Zeitpunkt, wo eine Fortführung einer lebensverlängernden Therapie nicht mehr sinnvoll wäre? Es ist ein wesentlicher Unterschied sowohl in der Intention wie auch in der kausalen Wirkung des ärztlichen Handelns. Beim Sterben lassen, das, was man früher die passive Sterbehilfe nannte, verfolgt der Arzt die Intention, den Patienten in Ruhe sterben zu lassen, ihn im Sterben zu begleiten, die Symptome zu kontrollieren und das Sterben so erträglich wie möglich zu machen. Dabei steht im Vordergrund palliative Behandlung. Das ist das Wort Pallium, ein Mantel, also nicht mehr der Heilauftrag der Medizin. Die Krankheit kann nicht mehr bekämpft und zurückgedrängt werden, sondern das Behandlungsziel wandelt sich in die Richtung der leidmindernden Medizin. Damit geht auch einher der Verzicht auf eine oft an sich noch mögliche künstliche Lebensverlängerung, weil eine solche das Leben verlängernde Maßnahme im Sinne des Patienten nicht mehr indiziert und angezeigt ist. Es würde nur den Sterbeprozess hinauszögern, die Belastungen für den Patienten erhöhen, verlängern, ohne dass für ihn ein medizinischer Vorteil damit verbunden wäre. Und deshalb ist das legitim und geschieht tagtäglich, dass solche Behandlungen eingestellt werden, wenn sie nicht mehr indiziert werden. Das gilt auch für die künstliche Beatmung und, vielleicht können wir da in der Debatte nachher noch darüber sprechen, für die künstliche Ernährung. Keine Behandlung, die einmal eingeleitet wurde, muss einfach fortgesetzt werden, vor allem dann nicht, wenn das dem Willen und dem erkennbaren Wunsch des Sterbenden widerspricht. Wenn eine künstliche Behandlung eingestellt wird, der Tod früher eintritt, ist das dennoch nicht eine ärztliche Tötungshandlung oder aktive Sterbehilfe oder Ähnliches, denn der Sterbende stirbt an seinem natürlichen Krankheitsverlauf. Die Einstellung der Behandlung, etwa die Einstellung einer künstlichen Beatmung, ist eine äußere Bedingung, dass der Tod eintreten kann. Aber man verhindert nur nicht länger, dass er eintreten kann, weil das mit sinnvollen, verhältnismäßigen Mitteln nicht mehr möglich ist. Aber der Patient stirbt an seiner eigenen Krankheit, und die ärztliche medizinische Begleitung hat den Sinn, die Symptome des Sterbeprozesses zu kontrollieren und insbesondere Schmerzen, innere Unruhe, Angst zu bekämpfen. Bei der Tötung auf Verlangen ist es am eindeutigsten, da will der Arzt den Tod des Patienten herbeiführen als das scheinbar bessere Mittel, und er hat nicht nur die Intention, ihn herbeizuführen, sondern er setzt auch kausal alle nötigen Ursachen, damit der Tod als Folge seines ärztlichen Eingriffes eintreten kann.
bei der ärztlichen Suizidbeihilfe verbleibt die Tatherrschaft, wie die Juristen das nennen, bei dem Sterbenden selbst. Er nimmt am Schluss diesen Cocktail, das todbringende Medikament, eigenverantwortlich zu sich. Der Arzt reicht es ihm, bereitet es vor, stellt es ihm an das Bett. Aber häufig gehen auch hier die Dinge ineinander über, weil je schwächer der Patient ist, umso weniger ist er möglicherweise in der Lage, selbst das zu tun, umso stärker wird der Anteil des Arztes. Und wir haben eine interessante Gesetzeslage in den Benelux-Ländern, vor allem in Belgien. Dort ist einfach Sterbehilfe gesetzlich erlaubt, ohne dass näher unterschieden wird, in welcher Form. Und dann können die Patienten, die das in Anspruch nehmen wollen, wählen, ob sie ärztliche Suizidbeihilfe wählen, sodass sie sich eigenverantwortlich den Tod geben, oder ob sie wünschen, eine einvernehmliche Tötungshandlung, das nennt man dann Lebensbeendigung durch den Arzt, sodass der Arzt sagen, selbstständig in eigener Verantwortung die Gesamthandlung ausführt. Und es sind 80%, die alles dem Arzt überlassen wollen. Also der eigentliche Wunsch, wenn er denn existiert, geht nicht auf die Suizidbeihilfe, sondern das ist eher eine Kompromissform in der deutschen Debatte, weil man eben sagt, das mit der Tötung auf Verlangen ist so belastet in Deutschland aufgrund unserer Geschichte, das wollen wir nicht, das können wir nicht, aber wir wollen dann ein Ersatzventil, die Tötung auf Verlangen, öffnen. Was ist nun der entscheidende Einwand dagegen? Die Suizidbeihilfe, sei es durch eigene Vereine, Gruppen, die genau diesen Zweck haben, das zu propagieren, oder als Teil der ärztlichen Behandlungsweise von Sterbenden rechtlich zu ermöglichen. Der entscheidende Einwand gegenüber dem Versuch, die Forderung nach rechtlicher Duldung der Suizidbeihilfe zu legitimieren, ist der folgende. Wenn die Inanspruchnahme von Suizidbeihilfe zu einer sozial akzeptierten, in der Öffentlichkeit gebilligten, als human und wünschenswert eingestuften Handlungsweise wird, dann erhöht sich der Druck auf Sterbende zur Inanspruchnahme dieser Option ganz erheblich. Man muss sich das nur konkret vorstellen, dann sind das ja nicht nur zwei Sterbehilfevereine in Hamburg bei Senator Kusch und in Hannover, sondern dann sind über kurz oder lang in jeder deutschen mittleren Stadt gibt es Beratungsangebote, nicht nur für Erziehungsprobleme, Partnerschaftsprobleme, Schwangeren-Konfliktberatung, Entschuldungsprobleme, sondern eben auch für Suizidassistenz. Und davon geht ein Signal aus. Das Signal lautet dann, diese Gesellschaft betrachtet es als sinnvoll und vernünftig, vielleicht sogar als wünschenswert, dass Schwerstkranke in ihrer Mitte in dem Augenblick, wo ihre Pflege wirklich belastend wird, wo sie der Umgebung zur Last zu fallen drohen, von sich aus einen Ausweg wählen und rechtzeitig sich unsichtbar machen auf diese Art und Weise. Also das fördert nicht die Selbstbestimmung, sondern das schlägt in Fremdbestimmung um. Und das ist nicht so, dass man einfach noch eine zusätzliche Option hat, über die man dann auch noch verfügen kann, sondern allein das Wissen um diese eine Option verändert die Grundlagen der ganzen Entscheidung und verändert auch die Beziehung eines Schwerkranken zu seiner Umgebung, zu seinen Angehörigen, zu den Ärzten, den Pflegenden. Denn er muss sich dann immer fragen, warten die anderen nicht längst darauf, dass ich diese doch angebotene, akzeptierte, als human erachtete Option auch tatsächlich beanspruche. Das hat dann mit Freiheit nichts mehr zu tun, sondern im Gegenteil, es wächst der Druck, das Weiterleben unter den gegebenen Bedingungen vor sich und vor den anderen rechtfertigen zu müssen. Und diesen Zwang,
die eigene Existenz unter den gegebenen Bedingungen rechtfertigen zu müssen, darf ein demokratischer Rechtsstaat niemandem auferlegen, schon gar nicht den Schwachen. Genauso wäre es, wenn Ärzte als Teil ihres Behandlungsspektrums auch das Angebot zur Suizidbeihilfe bei sich hätten. Auf lange Sicht wären das ja nicht nur einige Ärzte, die dazu bereit sind, sondern das wäre dann Teil des ärztlichen Tätigkeitsspektrums. Das würde vielleicht sogar über die Krankenkassen abgerechnet. Vielleicht würden die Ärzte schon im Behandlungsgespräch von sich aus diese Option eröffnen. Und dann ist das eben nicht mehr nur die Ultima Ratio nach einer langen Skala von palliativmedizinischen Maßnahmen, sondern dann wächst der Druck, das auch als Ersatz für die Möglichkeiten der palliativmedizinischen Pflege zu wählen. Dass das keine unberechtigten Sorgen sind, zeigt ein Blick in das Umfeld, in dem wir das diskutieren. Das Umfeld ist durch die Debatte über steigende Kosten im Gesundheitswesen geprägt. Eine Zahl wird hier häufig zitiert: die Behandlungskosten, die ein Mensch während des Gesamtverlaufs seines Lebens erzeugt, verursacht. Davon liegen 80% in den letzten 1,5 Jahren des Lebens. Und da liegt nun eine Betrachtungsweise allein unter Effizienzgesichtspunkten nicht fern, die sagt, diese 80% sind doch am wenigsten nutzbringend ausgegeben. Und wenn man in diesem Kontext die Frage der Suizidbeihilfe und der Legalisierung als einer sozial akzeptierten Option diskutiert, dann wird sichtbar, dass der befürchtete wachsende Druck auf Sterbende sehr real ist. Wir haben auch in den Ländern, in denen tatsächlich es eine solche Gesetzgebung gibt, einen Anstieg. Das sind kleine Länder, deshalb sind die absoluten Zahlen gering. Aber es ist ein Anstieg innerhalb von 15 Jahren um 300%. Und wenn man etwa die Schweizer Verhältnisse auf Deutschland überträgt, wir haben 860.000 Sterbefälle im Jahr, dann ist ein Prozentsatz von 0,75%, die durch ärztliche Suizidbeihilfe aus dem Leben scheiden, das wären dann 6.500 Fälle. Das sind also keine Peanuts. Das ist die doppelt so hohe Zahl, wie sie durch die Verkehrstoten in unserem Land sich ergibt. Meine Damen und Herren, wenn man bedenkt, welche Rolle innere Unruhe und Angst vor Schmerzen, vor einer belastenden Pflegesituation, vor einer Verschlimmerung der Symptome, vor der Einsamkeit im Sterben, beim Entstehen von Sterbewünschen spielen, dann kann diese Einschränkung der Selbstbestimmung bis hin zur vollständigen Aufhebung gehen. Deshalb habe ich gesagt, es geht darum, die Selbstbestimmung der Schwachen, der kranken Menschen zu stärken. Wenn Sterbende Gefühle der Angst und der existenziellen Verunsicherung äußern, stellt die Bereitschaft von Ärzten und Pflegekräften, derartige Wünsche durch die Gabe todbringender Medikamente zu verwirklichen, die falsche Reaktion dar. Und ein Rechtsstaat, der auf die Achtung vor dem Leben aller seiner Bürgerinnen und Bürger gegründet ist, auch der Kranken und Schwachen, darf ein solches Signal niemals aussenden. Der Angst, in eine unwürdige Pflegesituation zu gelangen, kann auf menschenwürdige Weise nur durch die Zusage bedingungsloser und uneingeschränkter Hilfe begegnet werden, die alle Möglichkeiten palliativmedizinischer Versorgung und mitmenschlicher Nähe ausschöpft. Niemand von uns weiß, wie er die Stunde des Sterbens bestehen wird, aber wir alle dürfen darauf vertrauen, in einem Land zu leben, in dem palliativmedizinische Hilfe wohl organisiert ist und in der man auch darauf bauen kann, alles Menschenmögliche an Unterstützung tatsächlich zu erfahren. Und das, meine ich, ist eigentlich ein Grund, auch vor dieser Stunde des Sterbens, die ja gewiss ist, aber keiner von uns weiß, wie sie ausfallen wird, keine Angst haben zu müssen. Ich weiß nicht, auch als Christ nicht, wie ich sie bestehen werde, aber ich habe die Zuversicht, dass ich sie in der Haltung annehmen kann,
in der ich auch mein Leben zu führen versuche. Und deshalb habe ich, das kann ich von mir sagen, auch keine Angst davor. Aber wie gesagt, wie ich sie bestehen werde, das weiß ich nicht. Aber ich habe die Zuversicht, dass ich sie in der Haltung, in der ich das Leben zu führen versuche, auch bestehen kann. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit.